Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich spiele Sable Ward, die neue Überlebende aus dem neuen Chapter All Things Wicked. Wir haben Mittwoch und ich habe gerade noch einen Keks gegessen, sorry. Ja, Mittwoch, das bedeutet, es ist Shrine Time und ich spiele mit den beiden Perks aus dem Schrein der Geheimnisse. Einmal mit Seedpartner, das haben wir jetzt gesehen. Gegen den neuen Killer, der jetzt weggeht. Da ist er! Ich habe noch keine Taschenlampe, lass mich in Ruhe. Na gut, macht er auch. Er hört auf mich, wir sind alte Freunde. Mit Seelenpartner schreie ich auf. Wenn ich im Terrorrad des Killers bin und den Killer anschaue, dann sehe ich die Aura des Killers für 6 Sekunden. Und ich suche mir eben eine Kiste, weil ich nämlich eine Taschenlampe brauche. Für Meister des Lichts und. So bin ich schneller. Kann ich schnell eine Taschenlampe finden, vielleicht. Keine Truhen auf der Map hier, unglaublich. So, einmal im Kreis gelaufen. So, jetzt müsste ich seine Aura wieder sehen. Er ist nämlich direkt hier. Okay. Wahnsinn. Okay, dann gehe ich wohl schnell in den Keller. Ich fühle mich, als hätte ich hier schon die ganze Runde verquarkt. Hier ist eine Truhe. Gehe nicht auf den Map-Rand. Ich habe jetzt schon wirklich genug hier Distanz auf der Map gemacht, ohne irgendwas anderes zu tun. Ich habe mit Meister des Lichts und der Seedpartner. Mit Seedpartner, das habt ihr gerade gesehen, schreie ich auf. Wenn ich den Killer sehe, sehe seine Aura und habe dann Spaß. So. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schreie ich dann erneut auf und dann geht das Perk in den Abklingen-Modus, in die 60 Sekunden Abklingzeit. Und damit habe ich noch. Okay, hi. Wird auch nicht, ciao. Das war wieder Szenenpartner. Und wir machen wieder was ganz Ähnliches wie gerade. Oh, er hat die gelbe, nee, die orangene Glyphe dabei, der Ärmste. Die orangene Glyphe, der Ärmste. So, jetzt ist er eingeschränkt durch Meister des Lichts. Und er blindet. Und geblendet. Und durch manifeste Reste sieht er jetzt keine Augen mehr. Keine Hakenaugen, keine Augen von Überlebenden und keine Augen von Generatoren. Durch Meister des Lichts laufe ich schneller, während ich die Taschenlampe benutze und der Killer ist eingeschränkt mit 20% für 6 Sekunden und er hat die orangene Glyphe als Aufgabe gerade dabei. Das bedeutet, dass er gerade jeden Stun doppelt so dolle fühlt. Das hat man richtig gesehen, wie lange er gebraucht hat, aus diesem Stun rauszukommen. Ich dachte, er ist der Disconnected. Aber das war dann wohl doch nicht der Fall. Außerdem mit manifester Reste kann ich mir eine Taschenlampe einmal die Runde aus einer Truhe rausfischen. Das habt ihr gerade gesehen. Aber im Schrein der Geheimnisse sind Meister des Lichts und Seelenpartner. Beides Perks von Überlebenden, die ihr solo kaufen könnt. Ausschließlich mit Echtgeld oder Aurazellen. Deswegen ist es tatsächlich ein ziemlich cooler Schrein.
So, wenn ich ihn angucke, dann werde ich hier mein Bobbelzeug los, oder? Oh, unsterblich. Echt? Das hat er sehr gut gemacht. Oh, er hat eine süße Bluse an. Zack, da ist er wieder weg. Unsterblich. Na gut. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht. Jetzt müssen wir zwei Totems wegzaubern hier. Das müssen wir jetzt erstmal schaffen. Hier ist eins. Kannst du das mal wegnehmen? Unsterblich aufgezehrte Hoffnung. Also sehen wir zumindest noch einen Mori eventuell, ne? Klödi macht den Gen. So. Müssen wir mal schauen, wo wir das andere Totem finden. Jetzt ziemliches Glück, dass ich es gefunden habe, würde ich sagen. Es war ja immer noch nur unsterblich. Boah. Könnt ihr es glauben? Er ist wieder weg. So ein Glück, er ist wieder weg. Er hat nur mal kurz hier nachgeguckt. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das war's. Kein Mori. Ja, was habe ich mir überlegt bei dem Kirkwild? Es geht ja hauptsächlich um Blendung. Und so ein bisschen habe ich mir bei dem Nicholas Cage Perk. Also ich fühle irgendwie dabei, dass Sable eine Schauspielerin sein könnte oder einen Schauspielkurs gemacht hat. Vielleicht im College einen Schauspielkurs gemacht hat und dort sich von einem Nebencharakter hoch zur Hauptrolle hocharbeiten wollte. Dafür hat sie sich ihr eigenes Licht mitgebracht, ihr eigenes Bühnenlicht zurechtgerückt, in Szene gesetzt. Um nicht mehr im Hintergrund zu spielen, sondern im Vordergrund. So, ein Klödi schafft den Gen. Und je nachdem, wo er sich jetzt hin teleportiert, schaffe ich meinen Gen eventuell auch. Sind leider beide verletzt. Klödi wird gejagt. Klödi liebt. Das ging so schnell jetzt. Aber ich krieg den Boost noch von Hintergrundspieler. Boah, er ist hier. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er von da jetzt kommt. Jetzt bin ich eingeschränkt. Boah, das hat er super gemacht. Ja, sorry. Ich hätte erst Fang retten gehen sollen und dann den Gen durchziehen. Ich habe nicht gedacht, dass Klödi so schnell da runter geht, aber seine Fähigkeit ist halt auch echt mega stark. Ich habe vor einer Runde auf The Game gegen ihn gespielt. Das war unmöglich zu schaffen, weil der tatsächlich von unten gegen die Wände oben schießen konnte. Du bist ein Witzbold. Und so verletzen konnte. Das war richtig wahnsinnig. Also durch Wände durch, wenn dieser Bobbel, dieser UGX, zerplatzt, das war schon echt fies. Da müssen wir eventuell noch dran arbeiten, aber ich finde, wir haben uns sehr gut geschlagen dafür, dass er Aufgezehrte dabei hatte und unsterblich und wir das erst so spät mitgekriegt haben. Ohne Add-ons. Und maschinelles Lernen hatte er dabei und Batterien enthalten. Eine witzige Kombination habe ich ja auch schon mal gespielt zu einer Shrine Time.
Moini, und da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich spiele den Demogorgon. Wir haben Mittwoch, das bedeutet, es ist Shrine Time. Und ich spiele auf der neuen Map. Wie cool ist das denn? Ich bin's, der Demogorgon. So, also. Schreine der Geheimnisse sind einmal aufgezerrte Hoffnung und einmal heimliche Verfolgungsjagd. Damit habe ich noch Nervenkitzel mitgenommen. Eigentlich gerade noch gar keine Zeit hier für irgendwas. Ich muss nämlich noch ein Portal hier hinsetzen. Und dann muss ich noch ein Portal auf die andere Seite setzen. Da ist ein Ellen. Verletzen wir erstmal alle. Ich weiß gerade nicht, wo mein zweites Totem ist. Pat, pat, pat. Pat, pat, pat. Ellen! Ah, da hinten ist mein zweites Totem. Sehr schön. Ah, er ist hier reingegangen. Ja, kannst du die Palette ziehen für mich? Das wird so schön. Der Demogorgon wurde ja überarbeitet. Das heißt, dass das Zerfetzen ein bisschen schneller geht. Nicht richtig gut. Hallo. Ach, du ziehst gar nicht. Zieht man noch nicht, aber bleibt hängen. In einem schönen Kinosessel, aber ich bleib auch hängen. Gut. Ich brauche noch ein Portal und ich muss von Ellen ablassen, der uns hier das schicke Easter Egg gezeigt hat. Was sind das hier für zwei Paletten direkt nebeneinander? Flink, okay. Mein Totem ist so unbewacht. Das gefällt mir gar nicht. Mach mal weg hier. Ich merke schon, ich komme nicht zum Erklären. Upsa! Hey, war da links nicht schon eine Palette? Okay. Einmal hier bitte. Dann teleportieren wir uns durch, dann sind die Portale aktiv. Nervenkitzel macht, dass meine aufgezehrte Hoffnung nicht so schnell weggeht. Und die beiden Portale schützen das jetzt, denn jetzt bekomme ich jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn jemand in der Nähe von einem so ein Bohrloch hier an meinem Totem arbeitet. So. Dann teleportieren wir uns nochmal rüber. Nur weil die Gens ja auch schon ziemlich weit waren. Der hier zum Beispiel. Hallo. Drehen wir schnell gegen. Außerdem habe ich noch Spielbeginn mit. Damit wird jedes Mal, wenn ich eine längere Jagd habe, der Überlebende, den ich am längsten jage, zum Ziel meiner Besessenheit. Hier war gerade jemand, das habe ich genau gesehen. Das war ja wild. Der geht noch zurück. Hier wird sich gerade hochgeheilt. Unendlich viele Paletten hier, oder?
So. Sie ist das Ziel meiner Besessenheit. Ich zerstöre schneller Paletten. Das hätte ich hier doch mal fixen müssen. So, jetzt ist er meine Besessenheit. Der Gen ging jetzt auch an. Ich krieg aus der Runde nichts mehr raus, wisst ihr das? Wie viele Paletten sind hier denn? Rüber. Super. Bill steht auch schon wieder. Nee, Bill steht nicht, aber Ellen hat sich hochgeheilt. Okay. Erster Haken. Schnell hier rüber. Erstes Zeichen. Aufgezehrter. Der Gen geht nicht an. Dann geht doch an. Hier ist jemand wieder an meinem Totem. Zweites Zeichen. Und sie nutzt wieder Flink und ist aber erschöpft. Drittes Zeichen auf aufgezehrter. Bäh. So, jetzt wissen alle, dass hier aufgezehrte steht. Da war noch mal jemand am Portal. So. So ebenfalls. Dann heben wir dich schnell auf. Haken dich hier fest. Haken dich woanders fest. Das hat mir jetzt doch noch mal ein paar Rucks gebracht. So. Und dann gehe ich hier rüber. Weil hier nämlich auch der Ausgang ist. Der aber nur ein Zeichen hat. Dann hängen wir dich... Nee, das wollte ich nicht. Hängen wir dich auf. Oh je, das ist ein richtiges Schneeball-Ding hier noch gewesen. Richtig gut für mich. So, sie geht da retten. Ich lasse das mal zu. Dann haben wir nämlich den vierten und fünften Stack. Eins. Jetzt. Hier war noch ein Bill, habe ich genau gehört. Ellen ist vom Haken gehüpft, ne? Witzig.
Gut, dann kriegen wir zumindest noch hier so ein Mori. Einmal Loris Köpfchen. Ist er denn wirklich vom Haken gehüpft? Hat er die 4% gekriegt? Da ist nochmal jemand bei meinem Totem. Das willst du echt machen. Das ist dir wert. Würde ich ja nicht machen an deiner Stelle, denn jetzt bist du einen Kopf kürzer. Zwei Moris hier noch aufgezehrter. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das jetzt nochmal reißen. Die Runde lief so schlecht und aufgezehrter hat es mal wieder bewiesen hier. Was sagen, Zierbesessenheit müsste ich getötet haben mit Spielbeginn. Was habe ich denn hier für eine Lobby gekriegt? Hupsi. Ja, okay. Ja, dann sage ich mal GG. Chaos-Runde pur. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.